2020 war ein ganz spezielles Jahr, natürlich auch für den österreichischen Pferdesportverband und für die österreichische Turnierserie. Wir begrüßen jetzt Dieter Schiffskowitz bei uns. Er ist Generalsekretär und federführend auch in der ganzen Casino Grand Prix Serie. Vielleicht kurze Einblicke, wie geht es den Öps in so einem schwierigen Jahr 2020? Wie schwierig war es auch, diese Serie umzusetzen? Generell muss man vorausschicken, dass niemand geglaubt hätte, dass wir diese Casino Grand Prix Serie dieses Jahr durchziehen können. Ich möchte mich nicht in der Covid-Situation verlieren. Ungeachtet dessen haben wir schon Ersatzturniere, Ersatzveranstalter gesucht gehabt für diese letzte Etappe mit diesen Cups. Und auch die mussten absagen, Covid-bedingt. Und wir sind jetzt sehr dankbar, dass heute diese Veranstaltung hier stattgefunden hat. Zum ÖPS selber. Es geht uns gut, den Umständen entsprechend gut. Wir haben in Anführungszeichen das Jahr gut gemeistert. Wir konnten viele Turniere gemeinsam mit Veranstaltern fixieren, möchte aber kurz erwähnen, dass ungeachtet dessen trotzdem mehr als 200 Turniere abgesagt wurden. Das ist weder für einen Veranstalter nett, das ist weder für uns zufriedenstellend, aber wir sind überzeugt, dass wir auch bei den anderen Veranstaltungen Spitzensport gesehen haben. Hier zu diesem Bewerb heute, es war die richtige Wahl, diesen Veranstalter zu betrauen, auch ein Dankeschön an diesen Veranstalter. Es wurde hervorragender Sport gezeigt. Wir hätten uns vielleicht gewünscht, ein Stechen zu sehen, wo nicht im Sport die Besten gegen die Besten, ungeachtet dessen, hat heute der Herr Beste gewonnen und hier eine herzliche Gratulation. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Etappe, wo ja die 16 Besten in Stechen, das heißt in die Finalbewerbe, gehen. Man kann auch sagen, dass die Veranstalter extrem diszipliniert alles umgesetzt haben. Also die sogenannten Maßnahmen wurden eingehalten. Es gab keinen Fall, wo man irgendwas gehört hätte, dass sich jemand angesteckt hätte bei den Turnieren. Also auch da wurde wirklich Sorge getragen, dass auch nicht nur Sport und Pferde, sondern auch Sicherheit in diesem Bereich stattfindet. Wie sehr ist man da froh und dankbar, dass die Veranstalter das so professionell umgesetzt haben? Man muss sagen, das war schon ein Miteinander. Wir als Verband haben natürlich die Empfehlungen gemeinsam mit den zuständigen Ministerien erarbeitet. Ungeachtet dessen brauchen wir unsere Partner. Partner sind Veranstalter, sind die Reiter und alle jene Funktionäre, die mit diesem Turnier zu tun haben. Alle haben sich an die Covid-Vorschriften gehalten. Es wurden die Sicherheitsstandards abgehalten, den Abstand. Es wurden Hygienebestimmungen eingehalten. Es gibt für mich keinen Fall, keinen nachweisbaren Fall, der aufgrund eines Turnieres sich ergeben hätte. Ich kenne es auch nicht in Form von Trainings etc. Das zeigt, dass unsere Sportler, Sportlerinnen und Veranstalter sehr, sehr diszipliniert waren. Und hier gehört mein größter Respekt und ein Dankeschön des österreichischen Pferdesportverbandes. Und genauso wollen wir quasi positiv den Ausblick machen. Es gibt eine Besonderheit heuer, eben dieses Superfinale in Salzburg. Alle Reiterinnen, alle Reiter fiebern darauf hin. Vielleicht ein, zwei Eindrücke noch jetzt als Vorlauf, wie der Öps das sieht und wie die Eindrücke in den Vorbereitungen laufen. Also ich bin einmal überzeugt, dass es die richtige Wahl war, einen Finalbewerb abschließend zu haben. Auch das Ambiente in Salzburg, es findet ja dort im Zuge der Messe statt, wird das richtige Umfeld sein. Ich bin auch überzeugt, dass wir bis zu diesem Termin im Dezember das Turnier nach wie vor durchführen können. Ungeachtet der momentanen prekären Entwicklungen durch Covid-Ansteckungen. Wir sind aber auch überzeugt, dass wir durch die gemeinsamen Maßnahmen dort ein hervorragendes Turnier mit Spitzensport sehen werden, dass die Bevölkerung, das heißt die Zuschauer und alle anderen auch zufrieden sind. Und vor allem, wir müssen auch hier an unsere Sponsoren denken, die natürlich uns genau beobachten, ob wir alle Sicherheitsbestimmungen einhalten rund um die Situation und sie auch zufriedenstellen. Das können wir garantieren und mit diesen Veranstaltungen, die wir heuer gesucht und gefunden haben, auch durchführen. Die Casino Grand Prix Serie war heuer erstmalig international. Wir haben aber auch viele österreichische Siege gehabt. Da sieht man eigentlich, dass die Österreicher sich im internationalen Umfeld durchaus gut platzieren und stark messen können. Nächstes Jahr Olympiajahr, vielleicht ein kurzer Ausblick sportlich 2021. Wie sind die Eindrücke von Herrn Schiffkowitz? Also ich bin überzeugt, dass wir in ein gutes Jahr 2021 gehen werden. Es war der richtige Weg, ausländische Starter mitzunehmen. Ich glaube, nur so kann man feststellen, wo man sich sportlich befindet. Das sieht man auch hier, Österreicher gewinnen, wir sind nicht schlechter.
Wenn das gesagt wird, es liegt an Pferden, nein, es liegt nicht an denen. Es liegt daran, gut einen Sport zu zeigen, der wurde gezeigt. Und 2021 im Hinblick auf die Olympischen Spiele möchte ich mich vielleicht noch nicht ganz konkret festlegen. Wir gehen davon aus, dass sie stattfinden. Es werden zeitgleich auch mehrere Europameisterschaften stattfinden und die eine oder andere Weltmeisterschaft. Wie man mit dieser gesamten Situation drei Großchampionate in einem Jahr durchzuführen umgeht, das liegt noch etwas im Ungewissen. Ich bin aber überzeugt, dass wir eine gute Serie nächstes Jahr sehen werden. Und vielleicht ein kurzer Vorausblick. Wir werden auch den Casino Grand Prix wieder neu gestalten. Das heißt, wir haben heuer gehabt 4 Vorbewerbe und ein Finale. Wir machen es nächstes Jahr mit 5 Vorbewerben und einem Finale. Als eine Aufwertung. Und da sieht man, es geht mit dem österreichischen Pferdesport, Reitsport bergauf. Und es ist noch kein Ende in Sicht. Da wünschen wir weiterhin viel Gesundheit und viel Erfolg. Vielen Dank. Auch wir wünschen als Verband und ich persönlich allen Reitern, alle Funktionäre, alle jene, die hier mitgewirkt haben, weiterhin viel Gesundheit, viel Erfolg und Dankeschön. Thank you.